Hau, 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 ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute schauen wir mal in einen Playmobil-Adventskalender, und zwar ist es der 71472-Adventskalender. Ich glaube, das ist einfach der klassische. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Der kostet regulär 24,99 €. Ich habe den bei Rossmann bestellt und ich meine, dass er genauso wie der Prinzessin-Adventskalender etwas günstiger kam. Also 19,99 €. Ich habe hier hinten mal schon mal ein bisschen was vorbereitet. Das ist nämlich so zum Aufbauen. Und dann ist hier auch noch ein Heftchen mit dabei, mit der Anleitung, wie man das aufbaut. Also theoretisch kann man den auch so daneben stellen, ne, dass man da dann entsprechend jeden Tag so sein Kläppchen öffnen kann. Und solltest auch du Teil der Crew werden, dann abonniere doch super gerne meinen Kanal und verfolge mich auf meiner kleinen, aber feinen Beauty-Reise. Der 1. Dezember startet direkt mit einer Figur. Das finde ich schon mal super. Dann setzt mir der Lady noch ihre Mütze auf und auch ihre Handschuhe. Die Handschuhe erinnern mich so ein bisschen daran, oder diese Bommel, ne, der Handschuh obendrauf, wie damals, da hatten wir so ein Piratenschiff und die Piraten hatten halt auch immer irgendwie solche Goldschärpen oder auch die Ritter, die wir dann bei der Ritterburg hatten. So sieht die Lady aus mit ihrem lässigen Weihnachtspullover, den Schal kann man so nicht abmachen. Ja, ne, das ist unsere erste Figur. Und die steht ganz gut auf der Eisfläche, würde ich sagen. Am 2. Dezember haben wir hier irgendwie so einen Tisch oder sowas drin. Das kommt natürlich ganz gut beim Weihnachtsmarkt, ne? Da haben wir quasi so einen Stehtisch mit so einer Husse. Und genau, ja, mein Finger ist ein bisschen au. Daran stören wir uns mal nicht. Genau, und ja, süß. Passt tatsächlich sogar von der Höhe her, dass quasi die Figur sich dran stellen könnte. Selbstverständlich auch mit dabei ist die Nummer 3. Und hier haben wir einfach ein Tablett mit Keksen drin. Ja, die Kekse sind quasi separat, ne? Und dann hat man da dieses Tablett. Ist es süß, ist es quasi Ausstattung von dem Weihnachtsstand, den wir da auch aufgebaut haben. Hier haben wir die Nummer 4. Also bislang, finde ich, haben wir hier deutlich bessere Sachen drin als in dem Prinzessin-Adventskalender. Denn hier haben wir einfach mal so eine schöne Sitzbank drin. Ich glaube, sowas kommt immer ganz gut. Ist jetzt auch für den Weihnachtsstand ganz süß, ne? Am 5. Dezember haben wir 2 Eichhörnchen drin. Das ist süß. Heute haben Julius und ich noch ein Eichhörnchen gesehen. Das ist natürlich sehr süß beim Zähneputzen heute Morgen. Ja, schön. Nikolaus, der 6. Dezember darf gerne was Besonderes sein. Werfen wir mal einen Blick hinein. Und es ist was Besonderes. Ich hätte echt gedacht, das wäre in der 24. Auch der Weihnachtsmann muss jetzt angezogen werden mit seiner Mütze und seinen Schlittschuhen und seinen Handschuhen. Und dann haben wir hier einen wirklich schnieken Weihnachtsmann. Der sieht gar nicht aus wie der Weihnachtsmann. Der Weihnachtsmann hat normalerweise einen ziemlich großen Bauch. Hm? Ich weiß aber nicht, wie der Weihnachtsmann das auf dem Spielfeld verwenden kann, beziehungsweise wie er das tragen kann. Denn hier haben wir einen Hockeyschläger, ein Sack und ein Puck. Das steht da wahrscheinlich einfach nur so rum. Die Nummer 8 darf machen, dass es kracht. Und hier wird unser Weihnachtsstand noch etwas weiter ausgestattet, denn hier haben wir ein Tablett mit 4 Tassen. Ja, okay, die heiße Schokolade darf nicht fehlen oder der Glühwein. In der Nummer 9 dürfen wir uns über eine Katze freuen. Das finde ich ja auch richtig süß, muss ich sagen. So eine schöne Tigerkatze, die auch einen beweglichen Kopf hat. Das mag ich. Oha, auch in der Nummer 10 darf es mit einer Figur weitergehen. Und zwar kriegt der Junge jetzt erstmal eine Mütze auf. Ja, wir haben hier einen Jungen drin enthalten. Mit einem Kapuzenpulli. Der ist deutlich kühler angezogen als die Erwachsenen hier auf dem Spielfeld. Ah ja, ich weiß warum. Denn am 11. Dezember haben wir einen, einen Schlitten drin. Das muss man nochmal zusammenbauen, denn da haben wir wirklich auch so einen Schlitten mit einem Band. Und hier haben wir dann auch die Halterung. Und den darf der Junge dann an die Hand nehmen. Der kann sich aber theoretisch auch draufsetzen, würde ich mal so sagen. Denn den kann man ja hinsetzen. Und der kann sich da auch festhalten. Sehr cool. Haben wir hier einen Schlittenjungen. Deswegen ist er auch so leicht bekleidet, ne? Weil der wahrscheinlich auch einfach, Sport macht quasi. Halbzeit sind wir schon angekommen. Schauen wir mal, was sich am 12. Dezember hier drin befindet. Oh, da muss man mit dem Aufschneiden aufpassen, denn da ist noch irgendwas mit bei. Irgendeine Karte, irgendein Stern, was ist das? Brandstätter Stiftung, hä? Ist das ein Aufkleber? Wofür? Ach so, ist aber viel zu lang. Egal, ist dann so überlappend. Also das hätten sie auch wenigstens dann so machen können, dass das genau abschließt oder so. Ganz merkwürdig, habe ich jetzt auch ein bisschen schief geklebt, läuft. Auf jeden Fall haben wir dann hier eine Puppe, würde ich mal so sagen, ne? Oder ein Kuscheltier.
zum Schlafen, kann man vielleicht sogar auch irgendwo festhalten. Und eine, keine Ahnung, Tüte mit Keksen vielleicht. Okay, der Junge hält das Kuscheltier fest und die Tüte habe ich jetzt einfach mal in diesen Laden gestellt. Ach nö, am 13. Dezember haben wir schon wieder was zum Zusammenkleben. Eine Laterne. Kann man sowas nicht bedrucken? Das ist halt genau die gleiche Geschichte wie bei den Lego-Sachen, ne? Da frage ich mich auch immer, warum muss man Aufkleber machen? Ist halt günstiger, aber warum bedruckt ihr das nicht einfach? Naja, es ist auf jeden Fall jetzt eine Laterne. Die hängen wir jetzt hier so auf. Und dann haben wir, ich gehe mit meiner Laterne hier. Ja, ne? Das ist doch süß. So, dann darfst du Schlittschuh fahren und eine Laterne halten. Meine Güte. Ja, der Adventskalender lässt gerade ein bisschen nach. Hier habe ich den 14. Dezember. Wobei ich das schon wieder toll finde. Hier sind zwei Häschen drin. Also du bekommst meiner Meinung nach hier definitiv mehr für dein Geld, weil hier haben wir ein Kläppchen und zwei Häschen und oder Kaninchen und bei dem anderen war halt so ein Häschen auf, also zwei Häschen auf jeweils ein Kläppchen, also zwei Kläppchen aufgeteilt, wobei in dem einen Häschenkläppchen noch irgendwie was anderes mit dabei war. Nun, und hier ist irgendwie auch kein Armband drin. Das finde ich tatsächlich auch sehr positiv. Wobei wir hier allerhand zum Kleben haben, so auch im 15. Dezember. Das ist frickelig, Leute. Das kann ich nicht anders sagen. Das hat fast schon was von dem Ü-Ei hier. Denn nicht nur, dass wir hier überall die Aufkleber drauf kleben müssen. Jetzt haben wir hier auch noch so Leinen, die wir hier hinten dran machen. Ich meine, das ist von der Idee her ganz süß. Das sind halt Lebkuchenherzen. Die können die sich dann so um Hals hängen, die Playmobil-Männchen, ne? Und dann haben wir hier so einen Stab. Da kann man die so alle dranhängen. Kann man das denn dann irgendwie auch bei dem Laden befestigen? Das muss ich gleich mal gucken. Also hier ist auf jeden Fall dann, kennt man ja auch so, ne? Von der Kirmes oder halt auch vom Weihnachtsmarkt, die Lebkuchenherzen. Und ich befürchte, dass wir da noch ein zweites von kriegen, denn da sind zwei Löcher. Also dieser Adventskalender enthält sehr viele Tiere, denn am 16. Dezember haben wir hier einen Raben drin. Das finde ich cool. Wirklich. Also, ne? Wir haben eine Katze, wir haben Häschen, wir haben Eichhörnchen, wir haben den Raben. Oha, am 17. Dezember darf ich auch wieder bauen. Das ist eine Woche vor Heiligabend. Aber es ist nichts zum Kleben. Das ist schon mal positiv. Da kann man die Laternen nämlich kaufen. Also ich glaube, mit dem kann man definitiv auch ein bisschen mehr eine Geschichte spielen als mit dem Prinzessin, muss ich wirklich sagen. Ne? Da hat man, glaube ich, als Kind auch einfach ein bisschen mehr Spielspaß mit bei. Und das ist ja das, was zählt. Wir haben ja auch noch so einen so Aufhänger, ne? Den werde ich dann gleich da rein poolen in den Einkaufsladen. Genau, und so schaut dann einmal der Aufsteller aus. Und da finde ich, dass man das Ganze halt auch wirklich richtig schön mit Leben füllt. Ne? Naja, machen wir mal weiter. Herzlich willkommen in der Weihnachtswoche. Wir schauen uns den 18. Dezember an. Oh, der ist groß. An so einem Baum hatte ich, also ich hatte sowas damals auch als Kaktus oder so. Richtig witzig. So traurig. Ich habe mein ganzes Playmobil damals weggegeben. Und jetzt denke ich mir, ach Mensch, das hätte ich doch alles noch gut gebrauchen können. Naja, manchmal ist man halt erst schlauer, wenn man erwachsen wird, ne? Weil das hatte damals schon echt eine richtig gute Qualität. So schaut auf jeden Fall das Vogelhäuschen aus. Fühlt sich auch echt gut an, muss ich sagen. Und kann ich den Raben da vielleicht sogar draufsetzen? Das wäre ja nice. Auf jeden Fall hier vorne, ne? Dann ist er hier quasi am Futterhäuschen. Das ist schön. Ach guck, das passt sogar. Der 19. Dezember. Ach, guck mal, das können wir da auch dranhängen. Das gehört da auch zu. Das ist jetzt alles relativ lose. Hier haben wir auf jeden Fall eine, Vogelfutter, so ein Vogelfutterring, ne? Und dann haben wir hier noch vier Vögelchen mit dabei. Die kann man da schön reinsetzen, wenn man möchte. In Rot, in Blau, in Rot und in Grün. Ah, warte. Die kannst du hier draußen sogar dran stecken. Das ist ja cool. Das finde ich richtig gut gemacht. Da kannst du hier an den Ast dann nämlich wirklich auch diese, ne, diesen Donut hinhängen. So. Dann ist draußen der Rabe. Obendrauf ist dann auch noch ein Vogel. Und dann haben wir einen losen Vogel. Aber das ist nicht schlimm. Der kommt hier hin. Am 20. Dezember bekommen wir noch eine Figur. Ja, die junge Dame ist auch ein bisschen wärmer angezogen. Und die darf auch Schlittschuh fahren. Die hat nämlich eine Mütze auf. Die hat Handschuhe an. Die hat eine witzige Weste, genau, eine Weihnachtsweste an oder eine Weste vielmehr. Oh, genau. Und das schaut dann einmal so aus mit der jungen Dame. Das finde ich cool. Das finde ich richtig, richtig cool, dass wir hier vier Figuren drin haben. Am 21. Dezember habe ich auch wieder was zum Zusammenbauen. Sollen wahrscheinlich unterschiedliche Lebensmittel sein. Also da haben wir einmal sowas in Braun, das könnten vielleicht Makarons sein, also nicht Makarons, Makronen. Dann haben wir was in
gelb. Das könnte vielleicht irgendeine Süßigkeit sein, also irgendwas Karamellisiertes oder sogar Pommes. Und dann haben wir hier noch was Cremefarbenes. Keine Ahnung. Dafür habe ich jetzt aber keine Halterung oder so. Keine Ahnung, also da muss man kreativ werden. 2 Tage vor Heiligabend haben wir die 2. und letzte Schnapszahl. Ich habe sie schon vermisst, ne? Ja, ein Pappgeschenk, ne? Yay. Einen Tag vor Heiligabend habe ich wieder was zum Kleben. Und das scheint einfach so ein Verkaufsschild oder sowas zu sein. Ich habe schief gemacht. Nun ja, auf jeden Fall ja, ist es einfach ein kleiner Aufsteller. Das ist jetzt nicht super krass Besonderes, ne? Auf so einer kleinen Mini-Staffelei quasi. Dann schauen wir mal, was es Heiligabend gibt. Ach so, der Klassiker. Ein sehr labberiger Tannenbaum, wenn ich das jetzt einfach mal mit der Qualität an Bäumen vergleiche, die ich als Kind hatte, als ich mit denen gespielt habe. Aber hey, er ist wunderschön. Ich finde ihn wirklich wunderschön. Er ist so weiß und hat so lila Kugeln dran und so blaue Applikationen. Ne? Das ist hübsch. Ich sag mal so, wenn ich mir das jetzt so angucke, finde ich, dass man bei diesem Set definitiv ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis hat als bei dem Prinzessin-Adventskalender. Und ja, also so sieht er dann quasi geöffnet aus. Ne? Ich finde schon, dass wir hier schöne Sachen drin haben. Ich finde es toll, dass wir hier 2 Erwachsene und 2 Kinder quasi als Figuren dabei haben. Die Tiere gefallen mir gut. Ein Geschenk ist vollkommen in Ordnung. Ich finde es auch schön, dass die Verpackung auch so richtig schön integriert wurde. Und irgendwie, finde ich, ist dieser Adventskalender charmanter. Also ich finde ihn toller als den anderen, den ich geöffnet habe. Und ich denke auch, dass er mehr Spielspaß für Kinder geben wird. Wie seht ihr das? Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Da können wir uns gerne mal austauschen. Ich kann halt echt nachvollziehen, weswegen Rossmann halt den Prinzessin-Adventskalender quasi erst reduziert hatte und den hier halt nicht. Das macht für mich auf jeden Fall Sinn, weil hier hast du einfach viel, viel mehr für dein Geld. Und ich glaube, das ist halt auch wirklich super gut geeignet für Kinder. Ihr Lieben, was meint ihr? Gerne eure Meinung in die Kommentare und dann wäre es das hier von mir gewesen. Wenn es dir hier gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal.